Nachdem die Regierung ein riesiges Programm Schutzschirm für die Banken verabschiedet hat, brauchen wir jetzt dringend ein Programm Schutzschirm für die Menschen. Dieses Programm sollte aus verschiedenen Elementen bestehen. Erstens brauchen wir die Sicherung von Industriearbeitsplätzen, die jetzt gefährdet sind. Und das heißt, wir brauchen ein 100-Milliarden-Programm, mit denen Betriebe Gelder zur Verfügung gestellt werden, die sie dann verwenden können zum Halt von Arbeitsplätzen, immer als Gegenleistung Mitbestimmungsrechte für die Beschäftigten. Zweitens müssen in neuen Feldern Arbeitsplätze mit einem groß angelegten Investitionsprogramm geschaffen werden, in den Bereichen ökologischer Umbau, Bildung, Gesundheit und vielen anderen Bereichen mehr. Und drittens, für die jetzt schon Langzeitarbeitslosen brauchen wir dringend öffentlich geförderte Beschäftigung in sinnvollen Bereichen. Hierzu sollen noch einmal 500.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.